Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Okay. Oh, Harry. I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Ich glaube nicht, dass wir sie nochmal wiedersehen. Arme Lisa. Es scheint ihr echt nicht gut zu gehen. Mhm. Bei der Grundschule kommen wir aber doch gar nicht mehr hin. Es scheint ihre alte Grundschule zu sein. Guck einfach mal Bachman Road nach. Siehst du, was ich da sehe? Was zur Hölle? Jetzt müssen wir wohl übers Dach. Ich denke auch. Jetzt werden wir wohl übers Dach müssen. Es geht ja nicht anders. Denn ich glaube, dass man sollte an dieser Stelle nicht sofort die Karte aufrufen, sondern überrascht davon sein, dass es da nicht weitergeht. Upsi. Ja, die Bachman Road ist hier aber auch nicht auf der Karte. Nee, das stimmt. Das heißt, lass irgendwie uns müssen wir rüber. Ja. Lass uns erstmal die Treppe hoch. Denn offensichtlich geht es dort ja auch nicht mehr weiter. Mhm. Jetzt. Oh, hallo. Hallo, Smetbo. Harry. Komm, dieser Turm ist hier nicht umsonst. Irgendwas kann ich bestimmt mit diesem Turm machen, oder? Ich fürchte, nein. Oh. Ich glaube, du musst sie mit gutem alten Handgeklöppel töten. Ist ja auch nicht so, dass dafür die Steuerung eigentlich völlig ungeeignet ist. Nein, verdammt. Au, geht's au. Uns? Ah, noch gut genug. Einen Treffer halten wir noch aus. Danach kann ich dann ein großes Medkit verwenden. Die packst du. Du hast auch Raupi geschafft.
Au. Hat mich mal getroffen. Jetzt hat er getroffen. Au. So, mein Controller beginnt gerade nur leicht zu vibrieren, das heißt... Oh, okay. Dein Controller hat dich angelogen. Ich wollte gerade sagen, unser Status sieht aber schon wesentlich schlechter aus. Und unsere Munition sieht auch leider echt schlecht aus. Ja, das ist wahr. Dabei bin ich doch in letzter Zeit sogar dazu übergegangen, den meisten Gegnern aus dem Weg zu gehen. Tja... Ein bisschen Shotgun oder Jagdgewehrmunition hier wäre... Gut, ist natürlich ein bisschen blöd, dass das so zwei Bossgegner direkt hintereinander sind, quasi. Ja, gut. Gut, also wie ich... war, glaube ich, tatsächlich auch ausgewichen, obwohl ich damit nicht mehr gerechnet hatte. Du schaffst das! Du schaffst das! Ach, dass ich es schaffe, bin ich mir relativ sicher. Das wird nur wahrscheinlich noch früher oder später noch ein weiteres Health-Item benötigen und irgendwann kann es knapp werden mit der Munition. Ja, das ist in der Tat wahr. Ich glaube, die Zeit nach diesem Kampf wird scheiße. Weil du dann keine Munition mehr hast. Mhm. Musst du Gegner entweder ausweichen oder sie mit dem Epic Hammer behaken. Na, eher glaube ich sogar mit der Axt. Oder da. Die Axt ist einfach noch schneller. Ach du Scheiße. Die Muni wird echt knapp. Naja, solange du nicht noch Smackbo mit... dem Epic Hammer behaken muss. Ich oder glaube, das werde ich noch müssen. Na, Glück gehabt. Glück gehabt, hast geschafft. Aber du hattest tatsächlich recht, das ist scheinbar ein Raub hier, weil das da ist mehr ein Smeppo als ein Hornleo. Wenn auch eher ein Nachtfalter anstatt ein hübscher Schmetterling, aber. Ja. Ein Hornleo sieht doch. Bibor. Bibor sieht doch ein bisschen anders aus. Eher wie so eine Biene. So, aber das erklärt jetzt auch, wie wir dann überhaupt über die Brücke kommen, weil in der Nebelwelt geht das ja. Richtig. Jetzt wäre nur Munition echt toll. Das war die falsche Taste. Das hier ist die richtige Taste. Nur noch 20 Schuss. Das ist echt wenig. Ich glaube, du solltest jetzt, genau, die Waffe wechseln. Gibt's hier keinen Shop, wo ich mir tolle neue Munition kaufen kann? Ich fürchte, nein. Oh. Auch der Händler aus Resident Evil 4 wird wohl hier nicht residieren. Was für ein Wortspiel. Das dachte ich auch gerade. Es war nicht mal beabsichtigt. Ist das hier schon die Straße? Ja, ist sie sogar schon. Nee, weil das Tolle an dieser Waffe ist, ich kann sie auch im Laufen verwenden. Oh, praktisch. Oder im Gehen. Laufen kann man das nicht nennen, was er da macht, aber aus der Bewegung heraus. Das ist sehr praktisch. Ohne sich dabei selber ins Bein zu hacken, das ist deine Leistung. Tja. Hä? Ach so. Okay, wir sind einfach teleportiert. Das Spiel hat dir Laufarbeit abgenommen. Das ist allerdings tatsächlich sehr nett, weil wir haben ja vorhin gesehen, wie weit dieser Weg ist. Richtig. Das Schloss ist ausgeleiert. Seriously, das habe ich gerade getan. Und jetzt macht es auch Soundeffekte, wenn ich drauf hau. Und jetzt reagiert es. Vorher hat es einfach nicht reagiert. Ja, das, ne? 1999 und so.
Wie schön, da hat jemand für dich schon den Deckel abgemacht. Ja. Ich habe gehofft, hier noch Munition zu finden, aber dem ist leider nicht so. Dieser Gefallen wird dir leider nicht getan. Aber Muni. Nein. Silent Hill bringt dir gerade auf die harte Tour bei, was es ist, was es heißt, Munition zu sparen. Aber ich glaube, hier unten in den Zuhörern findest du wieder welche. Ja, will ich meinen. Also, zwangsläufig. Ich habe bei diesen langen Gängen, die einfach gerade ausgehen, immer die Angst, dass da dann gleich eine Feuerwand hinter mir kommt. Was? Oder eine, beziehungsweise eine aus Licht. Ja, ach so, ja. Mhm. Das rote Licht des Todes. Was seid ihr denn? Warum macht ihr kein Geräusch mit... Was zum... Warum so viele gleichzeitig? Und ah! Moment mal, da sind ja auch Käfer. Oh ja, du möchtest... Hammer Time. Ja. Ach du Kacke. Ja. Hammer Time macht schon ordentlich was her. Mhm. Sogar die Kakerlaken triffst du damit. Ja, komm schon. Danke. Bam. Boah, voll aufgespießt, ey. Aber warum haben diese Viecher kein Radiosignal abgegeben? Ach, das ist an. Hä? Ja. Aber du hast schon Sound. Ja, ja, ich höre ansonsten alles. Hm. Vielleicht werden die vom Radio nicht erfasst, man weiß es nicht. Ja. Tja, jetzt wird es erst ein Spaß, die Karte zu suchen. Ja, genau, sie senden auf einer anderen Frequenz. Ist die Karte hier so gut versteckt, oder was? Nee, aber ich finde die Sewer sehr, sehr unübersichtlich. Mit Karte als auch ohne Karte. Ja, das merke ich jetzt schon, dass sie unübersichtlich sind. Da kriege ich Munition, das könnten... Gewehrpatronen, sehr schön. Ich weiß auch, in welches von beiden Gewehren ich die reinlade. Das, die Schrotflinte gefällt mir besser. Oh, das ist nicht mal einheitliche Gewehrmunition. Nein. Das ist aber in Silent Hill 3 so gewesen, oder? Weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht. Deswegen sind sie ja auch farblich unterschiedlich dargestellt, aber ich weiß es auch nicht mehr. Weil ich in Silent Hill 3 ja sowieso meistens mit dem Katana unterwegs war, als wir es einmal hatten. Ich meine, es ist in einigen Spielen verbreitet, dass Gewehrmunition auch für Schrotflinten funktioniert, weil es ist ja auch ein Schrotgewehr und hier und da. Ja. Eigentlich ist es nicht realistisch, weil eigentlich ist halt eine Schrotflinte mit Schrotgeschossen zu beladen, aber irgendein Spiel hatte ich vor einer Weile, da ging das. Ja. Ich dachte, es war... Ah, bin gerade am Überlegen. Da drüben ist ein Viech wieder am Rumkräuchen und Fleuchen. Oh ja, tatsächlich, jetzt sehe ich es auch. Weil es kommt mir schon bekannt vor, dass man eine Munitionsart in mehrere Waffen stecken kann, aber... Da kommt es gerade nicht. Pam, immer drauf. Haltet ein, es ist die Zeit des Hammers. Pam, pam, pam. Hm. Jede Wette, ich bin schon absolut falsch gegangen für die Karte. Keine Ahnung, ich sag ja, die sind tierisch unübersichtlich. Deswegen sag ich ja, das wird noch ein Heidenspaß, jetzt die Karte zu finden. Abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Das ist nicht abgeschlossen. Das ist sehr gut. Aha, aha. Interessant, interessant. Was gibt es hier? Eine Treppe. Ich höre irgendwas. Das klingt wie entferntes Fußballstadion-Jubeln. Nö. Okay. Das immer mal wieder so kurz aufbraust und dann wieder abklingt. Das ist interessant.
Regnet das in den Zuhr? Ja. Ich glaube, du hast die Karte gefunden. Das dachte ich auch gerade. Ja. Yay. So. Also ich persönlich wäre für eine kleine Pause. Ich dachte auch gerade, wir haben jetzt 1,5 Stunden erfolgreich am Stück aufgenommen. Sehr gut. Bevor wir das Glück noch zu sehr herausfordern, ja, können wir so langsam echt mal eine Pause machen. Genau. Wir haben tatsächlich echt viel geschafft und ich bin nicht vor Schreck vom Stuhl gefallen. Ich habe mich, glaube ich, auch ausnahmsweise mal ganz gut angestellt. Von daher, ja. Ach du. Ich bin stolz auf dich. Yay. Gut. Alles dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together Silent Hill. Bis dahin. Tschüss. Ciao.